Also hier eine kleine einfache Alarmanlage. Wenn ich den Magnet wegnehme, dann geht's los. Ihr seht, dass der Summer ein bisschen verzögert ist. Das liegt an dem Kondensator, der hier eingebaut ist. Die Wäscheklammer dient zum Ausschalten der Alarmanlage. Das heißt, wenn ich das wegmache, dann ist die Alarmanlage komplett ausgeschaltet. Und durch den Magnet hier kann ich wieder ein- und ausschalten. Okay, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Türe habe oder so und der Magnet ist auf der einen Seite und dieser Magnetkontakt hier auf der anderen Seite und ich öffne die Türe, geht der Alarm los. Es sei denn, ich öffne vorher, dann passiert gar nichts. Das Tolle an der Alarmanlage ist, dass ihr die ganz einfach nachbauen könnt. Ihr müsst nämlich eigentlich nicht löten. Die ganze Schaltung wird auf eine Lüsterklemme aufgebaut. Ist also ganz gut geeignet für Anfänger. Die einzigen zwei Lötstellen, die ihr habt, sind hier in dieser Wäscheklammer drin. Die Reißnägel festlöten. Falls ihr nicht löten könnt, könnt ihr die einfach auch zusammen verzwirbeln und mit einem Stück Tesafilm festmachen. Also eine tolle Sache, die vor allem dann auch für kleinere Kinder gut ist.